Octopo wäre der letzte lebende Panda. Nein, es gibt einen ganzen Haufen von uns. Wo? Hör zu, in einem geheimen Panda-Dorf in den Bergen. Ein geheimes Panda! Wow! Aber woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich erhielt eine Botschaft, die mich genau hierher führte. Wie konnte dich eine Botschaft erreichen, wenn dich niemand finden konnte? Klingt äußerst verdächtig. Nein, es war eine Botschaft aus dem Universum. Oh. Oh. Mist. Also, was hat es damit auf sich mit diesem Drachenkrieger? Woher weißt du, dass ich der Drachenkrieger bin? Hat dir das Universum das auch erzählt? Oh. Nein, das Plakat da. Und der Souvenirladen. Da habe ich das Tässchen gekauft. Oh, klar, natürlich, du. Du hast ja keine Ahnung. Ich muss dir ja so vieles zeigen. Du wirst pandastark stolz sein. Komm schon, komm. Ich bin jetzt schon pandastark stolz. Nur noch ein paar Stufen. Ich mache eine kurze Pause. Brennt's bei dir auch so? Hast du auch Panda-Asthma? Liegt das bei uns in der Familie? Dad, du wirst begeistert sein. Das ist das Allercoolste, was es gibt. Das ist die Halle der Helden. Heimat der unvergleichlichsten Kung-Fu-Artefakte in ganz China. Wow, die Hütte ist ja... Panda-stark? Wolltest du das gerade sagen? Panda-stark? Und das ist es auch. Absolut. Du musst super vorsichtig sein. Hier drin ist alles sehr zerbrechlich, wie die Urne der flüsternden Krieger hier. Die hat mal irgendeiner zerdeppert. Wer? Irgend so ein Idiot. Wow. Das ist die Rüstung vom Meister Fliegendes Nashorn. Ich frage mich, ob ich da wohl reinpasse. Kannst du etwa Gedanken lesen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ob ich da reinpasse? Ob du? Nein, ob ich reinpasse. Wow. Dad, guck mal da! Die Armbrust von Meister Vader, dem berühmten Thor-Rambok. Dad, und das hier? Gefechtshelme der Armee von Meister Ratte. Wie winzig die sind. Die wasserfeste Rüstung von Meister Delfin finde ich am tollsten. Zieh dir das rein. Das ist die legendäre Schlachtrikscher von Kaiser Falke. Cooler Schlitten. Dad, was machst du denn? Wir dürfen doch hier nichts anfassen. Oh, entschuldige. Soll ich sie wieder zurückstellen? Ja, das solltest du wohl besser. Aber du siehst so cool aus. Oh. Wie fühlt sich das an? Sind die Scharniere geölt? Riecht's da drin nach Nashorn? Hast du das Gefühl, undurchdringlich zu sein? Hast du das Gefühl, du könntest es mit 1000 Kriegern aufnehmen? Und dass du ohne einen Kratzer davonkommst? Ja, es ist ziemlich cool. Oh, wofür ist das da? Ich zieh mal dran. Ich hab mich gerade ein bisschen nass gemacht. Sonst noch was, was wir hier drin ausprobieren sollten, Sohn? Attacke! Schneller, schneller, schneller! Daumenkampf! Die Verstärkung naht! Oh. Yeah. Das ist so ein Spaß! Na, geht's? Alles gut, alles gut. Na, siehst du. Delfiniger Angriff! Delfiniger Rückzug! Und Achtung, Sohn! Oh, ich war noch nicht so weit! Da kommt er wieder! Ich hab ihn! Jetzt einen Hohn! Und zurück! Komm schon, sehr gut! Jetzt bist du dran! Komm ruhig her, Meister Nashorn! Da bin ich! Oh! Oh, ich werde dich kriegen! 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 Wer kriegt dich? Wer kriegt dich? Wer kriegt dich? Ja, wer kriegt dich? Meister Nashorn! Was? Was ist los? Hallo? Leute, ich wette, ihr kommt nicht drauf, wer hier aufgetaucht ist. Nicht in einer Million Jahre. Ihr ratet mal. Dein Vater! Wow, wie habt ihr das denn erraten? Oh, natürlich, wir sehen ja haargenau gleich aus. Dad, bitte sag Hallo zu meinen Freunden. Mantis, Tigress, Monkey, Crane. Und Viper. Oh, Viper, richtig. Monkey, Sir. Sowas wie meine besten Freunde. Und das ist Meister Shifu. Legendär. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Meister Panda. Vielleicht möchte dein Vater uns ja in die Ausbildungshalle begleiten. Euer Sohn wird dort heute unterrichten. Oh. Er ist sicher sehr müde. Du bist doch sicher müde. Er ist müde. Ich zeig ihm die Chrysanthemen-Suite. Was, müde? Nein, ich bin fit. Ich würde dich gern unterrichten sehen. Glaub mir, es ist spaßiger, mir zuzusehen, wenn ich kämpfe. Was ist da los? Das Tal wird angegriffen.
Sohn, angegriffen? Das ist perfekt. Jetzt kannst du sehen, was es bedeutet, der Drachenkrieger zu sein. Mir nach! Und 5, 6, 7, 8! Kommt zur Party! Poppy ist die Anführerin der Trolls. Und sie kann nichts dafür, dass sie so wahnsinnig happy ist. Sie hatte noch nie ein echtes Problem. Bis jetzt. Cupcake? Was wollen Sie von mir? Ihre Vergangenheit. Willkommen bei der spanischen Inquisition. I am God, even though I'm a man of God. My whole life in a hand.